Hi Leute und willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind endlich wieder in unserem Ort angekommen, wo wir mal weitermachen dürfen. Wow. Ich habe echt viel Backtracking gemacht. Fand ich gar nicht so verkehrt. Gerade wegen den Missionen auch und so. Oh, noch ein Name. Hi. Cool, die Viecher. So. Mach dir nichts draus, ich kann ja versorgen und streichel irgendwelche Tierchen, ne? Wenn ich was finde, beklaue ich dich. So. Irgendwann bringt mir das bestimmt was. Wenn ich alle gestreichelt habe, gibt es ein Achievement. Das unnützeste in Spielen überhaupt. So. Was haben wir hier? Oh, Kleiner. Moment. Heiligen Johannes. Dieses Dokument umreißt die Ziele und Werke der Mission des Heiligen Johannes. Neben ihren persönlichen spirituellen Zielen und missionarischen Aufgaben ist es diesen Leuten eindeutig ein Anliegen, auch etwas zu den umliegenden Gemeinschaften beizutragen. Durch Bildung, Alphabetisierung, Gesundheitsversorgung und sogar Lebensmittelspenden. Hm. Ziemlich hilfreich, Leute. Oh, hi. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Karte aktualisiert. Okay. Danke für die Info. Die haben noch nicht reden. Wow. Zack. Der Miracle Club. Der Miracle Club. Trefft euch mit anderen, die euren Glauben, eure Hingabe und eure Abenteuerlust teilen. Schafft euch lebenslange Erinnerungen, indem ihr gemeinsam die Welt bereist. Das ist eine Gruppe christlicher Singles, die Pilgerstätten besucht. Aha. Ich weiß nicht, ob das so ein krasses Abenteuer ist, aber passt schon. Ja, toll, vielleicht einfach. Und nicht. Hier? Oh. Ah, ein paar der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht den Schwestern. Ich könnte manchmal auch was Spirituelles vertragen. Aber die Mission erlaubt keinen Alkohol. Also muss ich meine wenigen Momente der Ruhe nutzen. Du gestattest? Aha. Okay. Als Alkoholiker. So, weiter. Guck mal, die dürfen hier malen. Und eine ganze Menge malen sogar. Ich weiß nicht, ob ihr hier malen sollt. Auf dem Boden. Alles mitnehmen. Kann ich hier reden? Nö. Geh aus dem Weg. Oh, hier ist noch was. Aha, neue Flagge. 3 von 5. Stimmt, hier waren noch ein paar Flaggen. Hi. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Kleines entdeckt. Aha, falls wir ein paar Felle brauchen. So, ist hier der Friedhof? Ja, oder? Was zum Friedhof? Ist da der Friedhof? Nö. So, mit euch habe ich gequatscht. Was nehmen wir noch mit? So, Friedhof. Ob den Friedhof versteckt. Gib ihn frei. Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta.
Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Ach ja. Jonah ist schon der Coolste irgendwie. Da wo Lara so durchgedreht ist, hat er sie wieder auf den Boden fest angebracht. Und dann haben wir quasi hier einen neuen Ort entdeckt. Wo wir hin müssen. In einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Yep. Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Okay. Das hier wurde von dem Gründer der Sekte der Sieben geschrieben. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Ich finde hier... Ah, warte. Nee. Ich finde noch gar nichts hier. Erstmal unten bleiben. Nope. Nope. Hier ist was. Tabu. Tisano. 25. Dezember 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung. Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Okay. Was haben wir noch? Aha. Ein Reiher und eine Eklipse. Das können wir uns was versuchen. So, noch irgendwas? Aha. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Okay, wir halten uns hier mit Büchern auf. Wir gehen direkt dabei und reißen das Gebäude ab. Finde ich gut. Ah, hier ist alles kaputt. Aha, hier ist nochmal. De La Cruz geht weg. Die anderen befürchten, Bruder De La Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Aha. Ich will es aber nicht alles anhören. Nur so ein bisschen als Ablenkung, wollte ich gerade sagen. Als. Oh. Oh, der Hölle. Wow. Wer hat das alles eingemauert und warum? Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Wieso mauert man das einfach ein? Okay, wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden. Jetzt gehen wir mal nach oben. Gucken, ob wir da auch noch was Cooles finden. Voll bewachsen hier. Tiere nisten hier schon. Okay.
Na komm. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Jetzt sollte Lara ein bisschen vorsichtiger hier rumlaufen. Aber egal. So. Na, ja, dann nicht. Hier ist was. Mal wieder. Ist ja, dass niemanden interessiert. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. So, was haben wir hinten noch? Reiher und Eklipse haben wir doch schon gefunden. Ups, nicht da runter. Hier ist nichts. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Aha. Stark and Trinity, was? Leute, ihr seid eigentlich reich. Hier lag Gold rum. So, dann wieder die Flügel. Ach, das ist sogar Bruststein da. So, dann haben wir, glaube ich, hier alles, oder? Kann ich runterspringen? Ja, kann ich. Sehr schön. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Das haben wir schon gefunden. Lauf. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal.
Und hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Ja, müssen wir Licht durchschieben. Boah, nur irgendwas zum Reflektieren. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. So, hier ist sogar schon ein Spiegel. Ups. Los. So, da haben wir theoretisch auch noch sowas. Es liegt hier nichts rum, schade. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Dann war ich sauber. Ich helf dir rauf. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Muss ich trotzdem mal umsehen? Nee, das Wasser passe. Okay, passt. Nein, da hat links was gesehen. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Schon gefährlich. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, weiß ich. Können wir trotzdem umsehen. Hier gibt's eigentlich... nichts, ne? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Okay, drehen wir. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Was haben wir jetzt hier? Oh. Oh. Okay, fiese Falle. Ganz fiese Falle. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Das hier war nicht bloß eine Krypta. So, was haben wir hier? Ich will auch falsch sein, 100 Pro. Oh, nee, war richtig. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Oh. Sieht aus wie eine Kirche. Er trägt das Kreuz. Kinder wie Mönche. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wow. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Sie wischt ihm das Gesicht ab.
Sie heben ihn hoch. Das ist widerlich. Sie tragen ihn. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Das trifft er so? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Kannst du es nur jetzt dahin schieben? Okay, man sieht. Da oben ein Kreuz. Wenn das weggeht, geht da unten das Kreuz. Hm. Kann ich das nicht irgendwie ausrichten? Doch, muss ich ausrichten können. Wenn ich was anderes anstrahlen kann. Oh, das ist witzig. So. Hier hängt auch so ein Kreuz dran, ne? Man kann es drehen. Okay. Das auch drehen? Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. So geil. Ich würde eher sagen, das da. Aber genau genommen würde ich eher auf die linke Seite gehen. Aber das hier ist doch das erste. Das Kreuzheim ist nicht das erste. Das hier würde es das erste sein. Das zweite vielleicht. Muss ich ihm helfen noch? Ans Kreuz genagelt. Nee, das Tragen kommt ja auch noch. Boah. War die Reihenfolge. Da ist, wo sie ihn draufpacken. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Das ist, während er das trägt. Aber wie kann ich den denn drehen da oben? Ich darf nicht hier links hin. Ich muss schon auf die Seite zuerst. Können wir das Kreuz hier drehen? Irgendwie. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ist mir klar, aber wie drehe ich das? Kann ich das so weit drehen, dass ich da die andere Seite mit beleuchte? Nee. Leider nein. So. Nämlich halt das jetzt erst. Sie tragen ihn. Ich weiß nicht gerade, wie man das Kreuz dreht. So, wie drehe ich das Kreuz da oben? Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. So. Ach, die haben sich auch wieder eingestellt. Ist die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Boah. Mhm. Wie dreht dieses blöde Kreuz? Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Jonna, kannst du mir das Kreuz mal drehen? Ich weiß nicht wie, aber mach es einfach. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Ah, was machst du jetzt? Okay.
Du stehst jetzt weiter oben. Fantastisch. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Das ist das, wo sie ihn tragen. Gut, wir haben auf jeden Fall einen Tipp. Erstmal nimmt das Kreuz, dann mit dem Gesicht abwischen. Dann stürzen. Nee, gar nicht. Tragen, stürzen. Gesicht abwischen. Dann kommt hier wieder irgendwas anderes. Nochmal stürzen. Verfolgt uns den Tab einfach nur Artikel, ja. Kann man mir irgendwie erzählen, wie ich das da drehe? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich weiß, dass ich dahinter durch muss, aber wie drehe ich dieses Ding? Vielleicht macht es das automatisch. Warte mal. Er trägt es. Ich mach mal das jetzt als erstes. Wenn das. Vielleicht dreht es sich ja irgendwie automatisch. Keine Ahnung. So. Und sterben legen. Guck dich doch. Oh. Okay. Nämlich ist das Tragen als erstes. Aus wie eine Kirche. Keine Ahnung. Wir stehen da wie Mönche. Ich wüsste, wie ich das Licht umwandeln kann auf die andere Seite. Wäre es schon echt super duper, aber keine Ahnung. So. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert. Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Wo steht Sie tragen ich schätze, dass es. Und? Ich weiß aber nicht, wie ich das Licht auf die andere Seite kriege. Das ist mein Hauptproblem. Diese Seite brauche ich gar nicht erst anfangen zu probieren. Das ist sinnlos. Ach, Mann, ey. Ich kann mit dem Ding auch irgendwie nichts machen. Sieht aus wie eine Kirche. Wir stehen da wie Mönche. Ich würde gerne hier rumhüpfen und die Kronleuchter runterziehen, damit sich das irgendwie dreht oder bewegt oder was weiß ich was. Hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumie? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Nee. Das ist definitiv nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Nur vor und zurückschieben. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. So, jetzt richte ich erstmal auf die Mitte. Vielleicht bewegt der irgendwas. Ich muss die Stange drücken. Stange drücken? So, ja, sorry. Eigentlich gehofft, dass es jetzt hier rüber reflektiert auf die Seite. Und nehmen wir halt das zuerst. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Was? Das war doch nicht das Richtige jetzt. Hä? Wieso war das jetzt das Erste? Das ist das Letzte, oder nicht? Okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber okay. So. Ja. Gut.
Haben wir jetzt auch schon rausgekommen? Wir müssen das irgendwie rückwärts machen oder so? Schätze ich. Keine Ahnung. Ja, wir machen jedenfalls erstmal Schluss und gucken mal, ob wir das Rätsel dann beim nächsten Mal richtig gelöst kriegen oder. Ja, wahrscheinlich müssen wir es so machen, dass alles sehr am Ende beleuchtet ist. Naja, gut. Wir wenden hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.